Klapphelme sind nicht nur super komfortabel zu tragen, auch in der Handhabung sind sie sehr einfach und oftmals sind sie auch gut ausgestattet. In diesem Video schauen wir uns unsere Top 5 der Oberklasse-Klapphelme an. Mit dabei den AGV Tour Modular, Schubert C5 HOC RFA 91, den Shoei Neotech 3 und den Carberg Levo X. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bevor wir zum eigentlichen Video jetzt kommen, kurz erwähnt, wir finden natürlich alle diese Helme bei uns im Shop. Verlinke ich euch einmal hier und auch in der Videobeschreibung sind alle Helme. Denn nur weil der ein oder andere von euch auch mal bei uns vorbeischaut, können wir diese Videos für euch drehen. Deswegen vielen Dank an alle, die uns auch mal einen Besuch im Shop abstatten. Jetzt aber, was ist die Zielgruppe für solche Klapphelme? Natürlich erstmal alle, die komfortabel Motorrad fahren wollen, die einen komfortablen Helm brauchen, mit einer gewissen Funktionalität. Und deswegen wirbt zum Beispiel auch Shoei und Schubert, die werben alle mit Reise-Enduros und mit Leuten, die auf Motorradreise sind. Aber ich finde den Aspekt, dass man auch im Alltag mit diesen Helmen sehr, sehr komfortabel unterwegs ist, super wichtig zu erwähnen. Und das wird mir in der Werbung von den Herstellern, glaube ich, ein bisschen unterschlagen. Also ich sehe zum Beispiel, keine Ahnung, hier den RFA 91, den kannst du auf einem Naked Bike oder gar einer Sportler fahren, denn die Aerodynamik, die ist absolut in Ordnung. Und das ist eben nicht nur was für die Reise-Enduro. Und deswegen sind die super, super vielseitig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich egal, welches Motorrad, welchen Maxi-Roller du fährst, hiermit kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und jetzt kommen wir dazu, was diese Helme erstmal alle gemeinsam haben. Und zwar sind sie alle schon nach der neuen Helmprüfnorm homologiert. Das heißt also, sie erfüllen alle die ECE 2206 und damit den aktuellen, den neuesten Sicherheitsstandard, was natürlich sehr cool ist. Wir haben alles Faserhelme, also das sind Fiberglas, Aramid, Carbonfasern, alles ist hier vertreten, aber es sind immer halt Faserhelme und keine Polycarbonathelme, was in diesem Preisbereich natürlich absolut richtig und wichtig ist. Wir haben immer mehrere Helmschalen, also alles relativ kompakte Helme, werden aber auch sehen, wir haben hier irgendwo ein Gewichtsspektrum von 300 bis 400, sogar über 400 Gramm, die Helme sich unterscheiden, von durchschnittlichem Klapphelmgewicht bis hin zu wirklich leicht, zu Rennsporthelm-Level-Niveau vom Gewicht her. Also es sind auch sehr leichte Klapphelme dabei. Alle Helme sind für Brillenträger geeignet. Alle Helme haben eine Bluetooth-Vorbereitung, wobei es hier auch Unterschiede gibt, wie weit vorbereitet ist, wie gut ich persönlich auch die Geräte finde. Also hier gibt es auch Unterschiede. Wir haben immer eine Sonnenblende drin, wobei es da auch Unterschiede gibt. Ja, gehen wir gleich drauf ein, es gibt viel zu besprechen und vor allen Dingen auch haben wir immer die PJ-Homologation. Das heißt also, diese Helme darf man auch aufgeklappt fahren und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist noch nicht bei allen Helmen der Fall, denn es muss eben diese PJ-Homologation da sein, damit wir das Runterklappen verhindern können und nur dann ist er auch im Straßenverkehr offen zugelassen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein mit unserem fünften Platz. Auf dem fünften Platz, wenn man so gute Helme überhaupt richtig ranken kann, ist der AGV Tour Modular. AGV kennt man ja vermutlich wegen dem Pister oder wegen anderen sportlichen Helmen, aber die haben auch echt einen richtig guten Klapphelm. Sie haben auch den Sport Modular, den er vielleicht kennt, und der Tour Modular ist eben das neuere, das aktuellere Modell. Wir haben hier eine Außenschale, die kommt in drei Helmschalengrößen, besteht aus Fiberglas, Aramidfasern und auch Carbonfasern, also ein Fasergemisch, was das Ganze mit 1620 Gramm recht leicht macht. Gerade in Betracht auch darauf, was wir hier für eine Ausstattung haben. Die Polystyrolkalotte, also der Styroporkern, der Bereich des Motorradhelms, der die eigentliche Dämpfwirkung übernimmt, der kommt in 5 Härtegraden, um eben die Energie im Fall eines Aufpralls möglichst gut abdämpfen zu können und in 4 Größen, was das Ganze auch recht kompakt macht. Wir haben hier ein riesengroßes Sichtfeld mit 190 Grad horizontal, 85 Grad vertikal. Wir haben eine Pinlock 120 Linse, also die große Linse, direkt mit dem Lieferumfang. Das hätte ich vielleicht auch noch am Anfang sagen können. Wir haben hier jeweils die Pinlock Linse dabei, aber es gibt hier Unterschiede und ihr könnt euch merken, die 120er ist die große Linse. Wie es sich für einen sportlichen Helm gehört, haben wir hier eine Arretierung des Visiers. Also auch bei zügigeren Fahrten kann uns das auf keinen Fall aufwehen, denn wir müssen hier erstmal entriegeln. Das ist natürlich ganz schön, ist ein nice to have. Wir haben hier unten dann die Sonnenblende. Wie groß ist der Spalt? Der Spalt ist wirklich nicht groß. Also das passt, das sieht auch gut aus. Wir haben hier allerdings so ein bisschen die Thematik, die Sonnenblendenverstellung und das Freisprechgerät bzw. das Bedienelement dafür, das sitzt relativ nah aneinander. Das kann man gegebenenfalls auch anders lösen, stört mich aber nicht. Wir haben hier die Belüftung und hier oben die Belüftung
und die Entlüftung erfolgt hier, also Zirkulation passt. Und das Wichtigste, was ihr natürlich sehen wollt, ist der Klappmechanismus. Den hat man hier schön gelöst, wie ich finde, denn da sieht man nichts von hier unten an dem Knopf. Und da gibt es auch zwei Lager. Natürlich soll es sehr, sehr gut zu erreichen sein, auch mit Handschuhen. Auf der anderen Seite will man vielleicht, dass man es sieht oder vielleicht auch nicht, denn da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man es nicht so auffällig sieht. Dann kann ich das hier hochklappen. So ist es erstmal offen. Aber so kann es zuklappen. Und das soll ja auch gerade im Hinblick auf die PJ-Homologation soll das nicht der Fall sein. Deswegen, man kann es noch einmal weitermachen. Und jetzt kann hier auch absolut nichts passieren. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich hier mein Test ist, aber ihr seht ungefähr, es klappt nicht zu. Und erst, wenn ich dann hier dran ziehe, zack, kann ich das Ganze wieder zumachen. Was ich eben unterschlagen habe im Übrigen, wir haben hier links und rechts auch nochmal eine Belüftung. Also es ist nicht ganz so simpel gehalten, sondern wir haben hier tatsächlich drei Sachen, die wir aufmachen können, wenn wir den wollen. Aber das Wichtigste ist natürlich hier unten die Belüftung. Ja. Gucken wir mal rein. Ratschenverschluss schön mit Metalllasche, also das passt. Hier kommt das Freisprechgerät rein, hier seht ihr den Knopf. Das Ganze ist hier schön gemacht. Das Innenfutter ist natürlich auch herausnehmbar, waschbar, hier in Kunstleder gehalten. Der Helm wird in den Größen XS bis XXL angeboten. Und ebenfalls sehr schön ist der Hinweis des Herstellers, dass wir hier ein dynamisches Gewicht von 0 haben bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Das heißt also, bei einer normalen Reisegeschwindigkeit ist dieser Helm, zumindest dynamisch betrachtet, gewichtslos. Und das ist eine coole Sache. Das ist unser 5. Platz. Und ich würde sagen, wir setzen ihn auf und gucken uns mal an, wie er sich anfühlt. Machen das einmal auf. Ratschenverschluss, wie es sich gehört, in komplett Metall. Und was ich bei den italienischen Herstellern immer sehr geil finde, sieht man das hier. Der Riemen, einfach schön italienische Flagge. Das siehst du bei einem Schubert zum Beispiel einfach leider nicht. Setzen auf, Größe M, passt für mich sehr schön. Rastet gut ein. Dann mach die Arretierung auf. Mhm. Also passt wirklich super. Ich habe hier das Visier so ein bisschen im Sichtfeld, aber das stört jetzt nicht. Die Sonnenblende passt auch vom Spalt hier ganz gut. Mhm. Hab dann hier die Bedieneinheit. Ich merke es jetzt gerade gar nicht. Man kann es gar nicht genau ertasten, aber hier wird es wahrscheinlich sein. Mhm. Schön langgezogen auch, ne, für eine gute Aerodynamik. Das passt. Nochmal die Sonnenblende. Bisschen stramm, aber ja, das ist in Ordnung. Ja. Eingerastet ist es auch. Und wie gesagt, sehr, sehr komfortabler Helm. Also da bin ich mir sicher, dass man den lange Stunden tragen kann. Zack. Zack. Und wir gucken uns den nächsten Platz an. Es geht nahtlos weiter mit einem Helm, wo ich glaube, dass ihn viele gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich im Carberg Levo X. Carberg, ein Hersteller aus Italien, der super viele Klapphelme, also der hat glaube ich 3, 4, also ich glaube mindestens 4 Modelle auf dem Markt, und der Levo X ist eben die aktuellste Variante des Premium-Modells. Und achtet unbedingt auf das X, denn der X ist die neue Variante, auch mit neuer Homologation. Der normale Levo ist noch ECE 2205 homologiert, wird nicht mehr produziert, und wenn ihr noch was findet im Internet, dann sind das Restposten. Der Levo X ist das aktuelle Modell. Besonderheit hierbei: wir haben hier die Wahl zwischen einer Fiberglas- und einer Carbon-Variante, und wie ihr seht, ich habe euch heute hier die Carbon-Variante mitgebracht. Und hier haben wir in der kleinen Helmschale, insgesamt gibt es 2 Helmschalen, 1450 Gramm. Dieser Helm ist brutal leicht und damit auch der leichteste Helm bei uns im Ranking, was krass ist. Und um mal einen Vergleich zu geben, dieser Helm ist genauso schwer wie dieser Helm. Und das ist der AGV Pista. Der kostet 1600, 1700 Euro oder glaube ich sogar 1800 Euro. Und ist ein waschechter Racing-Helm. Und das Gewicht von ihm ist genauso. Und das ist schon krass. Und wir haben hier natürlich mehr Ausstattung drin. Das sei mal gesagt. Also ja, wir haben sowohl in der Fiberglas-Variante als auch in der Carbon-Variante 2 Helmschalengrößen. Das leichteste sind 1450 Gramm in der Carbon-Variante in der kleinen Helmschale. Diese wird für die Größen XS bis M verwendet, und von L bis XXL wird die große Helmschale verwendet. Die ist ca. 100 Gramm schwerer, also wir sind dann bei 1550 Gramm. Meiner ist aber eine Größe M. Ihr seht hier auch das Gewicht
1450 Gramm und das ist cool. Parallel muss man dazu sagen, die Fiberglas-Variante ist noch mal schwerer. Die wiegt nämlich in der kleinen Helmschale dann die 1550 Gramm und 1650 Gramm in der großen Helmschale. Damit kann man sagen, die Carbon-Variante spart uns 100 Gramm. Auf der anderen Seite ist die Fiberglas-Variante aber auch super günstig und damit ist auch der günstigste Helm in diesem Ranking. Wir gucken einmal rein und haben hier einen super schönen Abschluss. Kinnbindabweiser, Ratschenverschluss natürlich in Metall, Innenfutter herausnehmbar, waschbar. Wir haben ein schönes großes Visier. Wir haben die Pinlock 70 Linse, also eine Nummer kleiner als gerade beim AGV Tour Modular. Die Sonnenblende ist jetzt so halb raus. Die haben wir natürlich auch. Ihr habt einen schönen großen Ausschnitt nach unten. Könnt damit also eure Armaturen betrachten, ohne den Kopf bewegen zu müssen. Das ist immer schön. Belüftung schön simpel gehalten, leicht zu bedienen und hier oben auch. Und die Zirkulation erfolgt hier. Am Anfang habe ich ja gesagt, jeder Helm kommt mit Bluetooth-Vorbereitung. Die ist allerdings mehr oder weniger schön. Wir können hier das Carberg ProSpeak Evo anbauen. Das ist ein Carberg-eigenes Intercom und ich sag mal Eckdaten wie 7-8 Stunden Laufzeit finde ich gut. Eine Reichweite von ungefähr 200 Metern finde ich eher weniger gut. Das ist aber meine persönliche Meinung. Deswegen auch meine persönliche Empfehlung, wenn ihr euch für den Carberg Levo X entscheidet, dann nehmt ein externes Gerät, nämlich von Sena oder von Kado. Und man muss sagen, die externen Geräte, die sind nicht teurer, als wenn er jetzt zu einem der anderen Helme ein vernünftiges Einbaugerät kauft. Man muss sich allerdings damit anfreunden, dass man hier dann auf der Helmschale das Ding hat, was bei den anderen Helmen ein bisschen schöner integriert ist. Im Übrigen kann man hier auch nochmal zusätzlich Belüftungsöffnungen aufmachen. Also das ist ja wohl auch sehr schön gelöst. Was man auch sagen muss, ist, dass die Individualisierungsmöglichkeiten hier recht beschränkt sind. Und das werden wir gleich nochmal sehen. Das gibt es bei anderen Herstellern auch nochmal ein bisschen aufwendiger. Und dementsprechend der Levo X auf unserem vierten Platz. Und ich setze ihn jetzt mal auf, um zu schauen, wie er mir passt. Den Levo X hatte ich natürlich schon mal auf dem Kopf, aber eben noch nicht in der Carbon-Variante. Was ich eben unterschlagen habe, ist, hier ist die PJ-Homologation. Ist hier mit einem Schieber gemacht. Es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen der Hersteller, ist eigentlich auch komplett egal. Hauptsache es funktioniert und Hauptsache wir dürfen ihn auch legal offen fahren. Zack, das Ohr rein. Hier merke ich jetzt wirklich, ich bin ja zwischen den Größen M und L. Hier merke ich, dass ich hier mit meinem Kinn am Kinnteil anstoße. Das heißt also, wenn ihr wie ich zwischen zwei Größen steht, auf jeden Fall die größere nehmen. Und ich glaube, wenn ihr einen sehr prägnanten Kehlkopf habt, dann wird euch das eher drücken als jetzt bei ja, den Plätzen 1 und 2. Oder ihr guckt schon mal in die Timeline, da seht ihr auch, ja, die Helme habe ich euch ja verlinkt, denn da ist es ein bisschen anders gelöst. Schönes großes Visier. Ich sehe wirklich nach unten raus richtig, richtig gut. Und das ist auch ein ja, riesengroßer Vorteil bei diesem Helm. Und ein sehr, sehr schöner Punkt. Sonnenvisier, Positionierung des Schiebers auch sehr genial. Das passt. Schöner, kompakter Helm. Die 1450 Gramm wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Mach's einmal auf. Ja, fällt vielleicht eine Nuance kleiner aus. Also hier würde ich definitiv eine L nehmen. Wer einen sehr prägnanten Kehlkopf hat, der ja, kann vielleicht auch nochmal, wie gesagt, bei den Plätzen 1 und 2 vorbeischauen. Aber erstmal machen wir weiter mit Platz 3. Auf dem dritten Platz der HJC Erfa 91. So sieht er aus, sehr sportiv und hier in einem sehr auffälligen Dekor. Das gibt es natürlich auch, gibt aber auch sehr reduzierte und ja, weniger auffällige Dekore. Belüftung haben wir jetzt hier unten, oben eine richtig große Belüftung und können hier auch entlüften. Und ich finde einfach die Schalenform sehr geil. Gerade auch eins meiner persönlichen Highlights ist eine Kleinigkeit, aber ich finde es richtig gut. Die Augenbrauenbelüftung kennt man ja so von Arai. Ich finde sie dort sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Schön HJC. Wir haben hier ebenfalls ein schönes, großes Visier. Das ist anders als beim Tour Modular jetzt nicht fest arretiert. Wir müssen also keinen Knopf drücken oder so. Aber aufwehen tut uns das auch nicht. Ist in diesem Fall im Übrigen auch eine Größe L. Also
ja, wahrscheinlich ist es, wenn man es direkt nebeneinander stellt, sieht man es überhaupt nicht. Aber es ist eine Nummer größer als der Rest der Helme. Sehr viel Aufwand betreibt HJC bei der Außenschale, denn die heißt PIM Plus und ist letztendlich eine Kombination aus Glasfaser, Aramidfaser, Carbonfaser, organischen Fließstoffen. Das Ganze kommt in 4 Abstufungen, also ein sehr kompakter Helm und wiegt hier in der Größe L zum Beispiel 1700 Gramm. Ist jetzt nicht ganz vergleichbar, weil normalerweise, wenn ein Hersteller ein Gewicht angibt, dann ist das immer die kleinste Helmschalengröße. Ist auch für die Vergleichbarkeit absolut in Ordnung, aber der Airfa 91 wird vielerorts auch mit 1800 Gramm angegeben, was aber kompletter Quatsch ist, denn hier steht in der Größe L schon nur 1700 Gramm drauf. Deswegen passt er auf, wenn er das im Internet vergleicht. Der ist nicht so schwer, wie er oftmals angegeben wird. Und wenn wir jetzt einmal das Visier aufmachen, dann das beste Visier im Ranking, denn zum einen ist der Spalt sehr klein, was ich sehr schön finde, der Optik wegen, dass man eben nicht immer so einen großen Rand hier sieht. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen in der Entfernung zum Gesicht einzustellen. Wenn ihr also, was weiß ich, eine besonders prägnante Nase habt oder eine klobige Brille, dann könnt ihr das auch ein bisschen variieren, einfach in Abhängigkeit von der Kopfform. Geile Sache. Das gefällt mir gut. Ebenfalls gefällt mir gut, dass man hier sich Sena gesucht hat, um das Freisprechgerät zu bauen. Bedienelement kommt dahin, hier kommt das Smart HJC rein, entweder das kleine 21B oder das 50B, was ja auch letztendlich ein Sena 50S ist, was sie hier verbaut haben. Deswegen also von den Eckdaten super in Ordnung und man kann es mal sagen, das passt auch zum Shoei oder auch zum Schubert. Die haben letztendlich dann ein, sagen wir mal, sehr ähnliches Freisprechgerät und einen gleichen Partner, den man sich dafür ins Boot geholt hat. Aber es finde ich gut, wenn die Hersteller das machen, selber eben die Helme bauen und da ihre Expertise reinstecken und sich fürs Freisprechgerät jemanden dazu holen. Und das ist eine super schöne Symbiose dann. Abschluss, genial gemacht. Hier auch mit den Rainflaps, damit uns das Wasser vom Regen nicht so reinfließt. Infutter herausnehmbar, waschbar. Wir können es individualisieren, also auf- oder abpolstern, je nach unserer Gesichtsform. Der Ratschenverschluss in Metall. Wir haben hier einen schönen Kinnwindabweiser. Wir haben hier wieder einen versteckten Knopf für den Klappmechanismus. Und der ist einfach butterweich. Also schön. Und da gibt es Unterschiede auch. Und dieser hier, da wird man lange Freude dran haben. Ebenfalls schön ist, dass wir hier 7 bzw. 5 Jahre Garantie haben. Nämlich entweder 7 Jahre ab Produktion oder 5 Jahre ab Verkauf. Das heißt also mal zumindest 5 Jahre habt ihr hier absolute Ruhe. Und jetzt probieren wir ihn auf. Aber kurze Information, wir haben hier eben eine Größe L, weil als ich den V4 bekommen habe, war einfach kein M da. Aber das soll uns nicht stören, wir setzen ihn auf. Ich mach das einmal auf. Im Übrigen hier PJ-Homologation, zack, so arretiert es. So mache ich es los. Ich lasse mal ruhig arretiert. Das ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Das ist sehr schön gestaltet. Das ist so ein bisschen, ja, glitzerig, würde ich fast sagen, der Verschluss. Oh ja, fühle mich direkt richtig schön eingeschlossen. Ist jetzt aber auch eine Größe L, ne? Also, ja, vielleicht bin ich mit meinem Eierkopf auch eher eine Größe L als eine Größe M. Man wird ja auch nicht jünger. Ja, Passform ist gut. Ich mache zu. Ja, fühle mich schön eingeschlossen. Sichtausschnitt ist ein bisschen kleiner als gerade beim Levo X. Sonnenblende, mega gut. Also der Spalt ist einfach super klein hier. Das sieht richtig gut aus. Ist auch sehr schön vom, ich sag mal, Druckpunkt. Also liegt sofort unten. Man hat einen Widerstand, aber er ist auch nicht zu groß. Schön von der Belüftung her. Ich zoome mal gerade ran und dann zack, so ist es jetzt arretiert. So, ja, er geht raus. Doch, wenn ich dran ziehe, geht es tatsächlich raus. Ich mache rein. Ich habe erst einen Widerstand. Ich muss schon. Also wenn ich dran reißen würde, würde ich es wahrscheinlich runterkriegen. Aber ja, so passt. Ich mache das auf. Ich klappe es auf. Das ist ja der große Komfortvorteil, dass man eben aufgeklappten Zustand auf- und absetzen kann. Wir machen weiter mit Platz Nummer 2. Wenn man an einen Klapphelm denkt, dann denkt man an den Schubert C5. Das ist nicht nur der bekannteste Helm, sondern auch wirklich, ja, ein genialer Helm. Also da kann man
nichts mit falsch machen. Ich sage es so oft, aber das ist der Fall. Wir haben hier einen Clubhelm made in Germany und zwar nicht nur irgendwie einen Aufkleber draufgeklebt, sondern die bauen das Teil halt in Deutschland. Wir haben hier die Fiberglas-Variante und zwar ist das keine reine Fiberglas-Variante, denn hier oben hat man zur Verstärkung noch ein Carbon-Matte, sage ich jetzt mal, eingearbeitet. Das heißt also, das hier ist Fiberglas und hier oben haben wir Carbon drauf. Es gibt zusätzlich nochmal eine Carbon-Variante, die habe ich euch ja auch schon auf unserem Zweitkanal vorgestellt und ich zeige euch hier auch mal ein Bild. Es gibt ihn also auch in komplett Carbon. Man muss dazu sagen, aber dass die Carbon-Variante auch der teuerste Clubhelm ist, den wir im Shop haben. Die Fiberglas-Variante ist da preislich deutlich attraktiver. Die Carbon-Variante ist eben so das High-End-Modell, wenn man wirklich, ja, einfach Carbon-Clubhelm haben will, den so wahrscheinlich kein anderer erstmal hat, den man trifft. Wir haben hier aber auch ein Gewicht von immerhin 1660 Gramm. Das ist wieder für die Ausstattungsvariante absolut in Ordnung. Man muss sagen, der Tour Modular, was ja so gerade am Anfang, wo die neuen Clubhelme rauskamen, so der ja, stärkste Konkurrent war, der war immer eine Nuance leichter. Wir haben hier die Pinlock-Linse gleich mit eingearbeitet. Also Schubert ist der einzige Hersteller, der auch das Ding gleich einbaut. Sonst bekommen wir das immer separat in einer kleinen Tüte im Lieferumfang. Fangen also, wenn wir den Helm neu bei uns zu Hause haben, erstmal damit an, das Visier auszubauen, die Pinlock-Linse einzusetzen, das Ganze wieder einzubauen. Und weil Schubert eben weiß, dass die Leute keinen Bock drauf haben, machen die das einfach schon. Und das ist eine schöne Nummer. Denn ihr seht also, das, was hier in Blau ist, das ist die Pinlock-Linse, die gleich drin ist. Hier, Belüftungen, hier oben auch eine flache. Und das ist haptisch einfach alles sehr, sehr geil gemacht. Und die Entlüftung hier hinten auch sehr simpel. Also ich muss hier jetzt nicht fünf Versteller aufmachen, sondern ich kann hier und ich kann hier oben. Schubert ist auch zumindest für mich der erste Hersteller, der angefangen hat, die Insektenschutze oder die Filter einzusetzen. Das heißt also, hier kann wirklich nichts mehr durchkommen. Das Ganze wird so ein bisschen gefiltert. Den Filter kann ich aber auch reinigen. Den kann ich aber auch bei Bedarf quasi neu kaufen, also ersetzen. Sonnenblende haben wir hier in meinen Augen ein bisschen schöner gelöst, was die Positionierung angeht, denn wir haben hier vorne die Versteller, den Schieber und hier hinten haben wir dann das Bedienelement. Das ist, wundert euch nicht, wenn ihr hier das SC2, also das Schubert Freisprechgerät anbaut, das sind keine Kabel, denn das ist nur per Bluetooth angebunden. Wir haben hier nämlich Recheneinheit und Akku, die quasi im Nacken reinkommen, also auch eine etwas andere Position als bei den meisten anderen Herstellern, aber das finde ich in Ordnung. Ja, wir gucken rein, Abschluss brutal schön, hier Mikrometrik Ratschenverschluss und achtet mal auf die Positionierung des Riemens hier. Der ist deutlich weiter vorne, das machen die, um so das letzte bisschen Komfort rauszuholen. Man läuft ja immer Gefahr, wenn man einen prägnanten Kehlkopf hat, dass es hier drücken kann. Und um dem entgegenzuwirken, haben die hier ja das Ganze so ein bisschen anders positioniert. Das ist auch nochmal eine Veränderung zum C4 Pro. Das heißt also, wenn ihr Probleme hattet beim C4 Pro mit dem Kehlkopf, dann wird es hier vermutlich eine Ecke besser sein. Und die Anpassbarkeit ist hier gut, denn wir können das ganze Innenfutter wechseln, sowohl das Kopfpolster als auch die Wangenpolster. Da gibt es drei verschiedene Stärken. Wir haben einen Teil auch da, aber ihr könnt uns immer schreiben. Binnen zwei Wochen bekommen wir für jede Größe jedes Innenfutter, um das eben für euch anzupassen. Und das ist eben schön, dass der Hersteller in Deutschland sitzt. Da haben wir relativ kurze Zeiten. Auf der anderen Seite, ja, wir könnten uns die natürlich auch alle hinlegen. Allerdings passt eben dieser Helm, so wie er ist, 95% aller Leute. Und das sind wirklich dann die Ausnahmen, eben mit sehr runden oder ovalen Köpfen. Und ja, am Ende des Tages soll dieser Helm zumindest allen Leuten passen, egal welche Kopfform man hat. Ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gehört. Also man kann da eine ganze Menge machen. Und eben aufgrund der geografischen Nähe bekommen wir das relativ schnell ran, wenn wir das nicht sowieso schon da haben. Denn beim C5 haben wir auch einiges an Innenfuttern schon da. Jetzt ist die PJ-Homologation hier ein bisschen anders gehandhabt. Hier haben wir auch einen Hebel. Aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Es klappt nicht zu. Ich kann das runter machen. Klappt auch perfekt zu, also da kann ich nichts Negatives berichten. Wir haben hier nur zwei Helmschalengrößen. Das Ganze teilt sich ein von XS bis L und XL bis 3XL. Das heißt also, gerade was große Helmgrößen angeht, sind wir hier ein bisschen besser aufgestellt als bei anderen Herstellern. Auf der anderen Seite hätte ich mir vielleicht auch noch einen XXS gewünscht. Ist halt so, ne? Und ich habe für dieses Video nochmal nachgeschaut. Die Carbon-Variante wiegt im Übrigen auch 1450 Gramm, ist also identisch zum Levo X, extrem leicht. Lass uns noch einmal zurückkommen zum Freisprechgerät. Das ist ja auch in Zusammenarbeit mit Sena entstanden. Der Anbau ist geil. Also ihr macht hier die Klappe auf, ne?
Ihr seht es hier, geht schon auf. Macht die auf, nehmt das raus, steckt das ein, setzt hier das Mikro ein. Das kommt da rein, das ist ein Schwanenhalsmikrofon. Dann habt ihr innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten, 3 Minuten das Ding eingebaut. Das ist schön, das steht nichts ab, das ist leicht, das ist aerodynamisch und ja, also das ist wirklich ein Freisprechgerät, was mir richtig, richtig gut gefällt. Und in Kombination mit der Individualisierbarkeit ist das ein Helm. Ja, da kann jeder nichts mit falsch machen. Aber wir probieren ihn auf. Mach es einmal auf. Ratschenverschluss. Ah, zusätzlich nochmal Klett. Ja, ihr seht also, die Rainflaps sind nochmal mit Klett unterlegt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich mach mal zu. Visier. Sonnenblende. Schöner kompakter Helm. Sonnenblende. Visier. Belüftung. Auch hier. Mal auf. So kann ich es zumachen. Mal gucken. Jetzt hält es auch. Also es geht nicht zu. Was ja auch genau das ist, was es tun soll. Mach's raus. Zu. Auf. Ratschenverschluss. Auch mit einer Hand zu lösen. Ja, schöner. Schöner Helm. Ihr seht hier jetzt, dass die Lasche in Kunststoff ist und die Schnalle nur in Metall. Das hat Schubert am Anfang auch bei Einführung erklärt, denn zum einen ist es natürlich leichter, aber es ist auch nicht anfälliger vom Verschleiß her als das Metall. Nur man muss sagen, das ist vielleicht auch in einen so einprogrammiert. Metall wirkt natürlich mal ein bisschen hochwertiger, aber es soll laut Hersteller auf jeden Fall keinerlei Nachteile haben. Und wir machen weiter mit Platz 1. Und unser erster Platz, der Neotec 3 von Shoei. So, wir haben hier nicht nur einen sehr schönen Helm, sondern im Gegensatz zum C5 traut sich Shoei eben noch mal ein bisschen mehr, was Farben, was Dekore angeht. Und auch die ganze Silhouette ist noch ein bisschen sportlicher. Ähnlich wie Schubert eben alles per Hand in Deutschland fertigt, macht Shoei das genauso in Japan. Und das gefällt mir auch schon gut. Also ist wirklich auch ein Traditionshersteller. Wir haben hier eine AIM-Schale, wo Shoei auch ein bisschen restriktiver ist. Also die verraten nicht ganz so gerne, was da genau drin ist. Aber die Basis ist auf jeden Fall Fiberglas. Das Ganze kommt in 3 Helmschalengrößen, also auch wieder ein kompakter Helm. Das ist nämlich einmal die Größe XS bis M. Wir haben einmal L mit der mittleren Helmschale und XL und XXL dann in der großen Helmschale. Das Gewicht liegt bei 1700 Gramm oder hier bei 1750 Gramm in der Größe M, wie ich ihn hier habe. Was Shoei bei dem Helm im Verhältnis zum Neotec 2 auch nochmal komplett neu gemacht hat, ist das Belüftungssystem. Hier hat man sich in meinen Augen wahrscheinlich nicht oder vermutlich nicht so ein bisschen daran orientiert, wie es Schubert auch macht. Denn wir haben hier ebenfalls einen Insektenfilter drin, eine große Pinlock-Linse drin. Wir haben hier auch wieder ein arretiertes Visier, also wie wir es auf dem 5. Platz beim Tour Modular gesehen haben. Haben wir hier wieder einen Knopf, wo wir es erst losmachen müssen. Das finde ich sehr gut. Hier, mein Vorführer hat jetzt keinen, aber eigentlich kommt hier noch ein Nasenwindabweiser rein. Wir haben eine sehr schöne Positionierung für ein sehr schönes Sonnenvisier. Das ist sehr schön gelöst und damit habe ich eben einfach deutlich mehr Abstand von Schieber zu Bedienelement. Hier kommt das Bedienelement rein. Hier ist man also den klassischen Weg gegangen, wie andere Hersteller auch. Bedienelement unten in den Kragen rein. Das Ganze ist das SRL3 auf Sena-Basis, die 50er-Reihe und dementsprechend also ein Top-Gerät auch einfach drin, da kann ich ja nichts mit falsch machen. Sehr schöne Nackenrolle hier, auch der Abschluss ist sehr schön gemacht. Ich glaube beim R-V91 hatten wir es gesehen, wo wir hier auch die Rainflaps hatten, also was schön ums Gesicht rumgeht. Das kann plästern, man hat trotzdem kein nasses Gesicht. Ebenfalls wie bei Schubert der neu positionierte Kinnriemen, der ist auch ein bisschen schmaler geworden, um eben auch hier das Maximum an Komfort rauszuholen. Schöner großer Kinnwindabweiser, das passt. Und wir haben hier genauso wie bei Schubert einfach eine wahnsinnige Individualisierungsmöglichkeit. Auch hier können wir euch alles besorgen, was er braucht. Sowohl das Kopfpolster als auch die Wangenpolster bekommen wir in 3 unterschiedlichen Stufen, um eben für euch da den optimalen Fit rauszuholen. Der Knopf für den Klappmechanismus ist hier recht auffällig. Also schaut mal, ob euch das gefällt oder ob das okay für euch ist oder ob er sagt, nee, das ist nicht so meins. Und ähnlich wie beim AGV kann ich es eben durchs nach hinten drücken
arretieren. Also ich habe hier nicht wie beim RV91 oder auch beim wie beim C5 habe ich hier keinen zusätzlichen Hebel, sondern ich mache es nicht so auf, sondern ich mache es so auf und dann passiert da eben auch nichts. Wie klappt es? Das muss man einfach sagen, das können C5, RV91 und auch der Neotec 3, die sind vom Klappmechanismus einfach nochmal schöner als zum Beispiel auch der Tour Modular. Und das ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum der Tour Modular auf dem 5. Platz ist. Denn hier mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich kann das irgendwie, und das ist immer, das ist... Ihr seht also, das kann ich 1000 Mal machen, es geht 1000 Mal wirklich, wirklich perfekt. Habe ich euch eigentlich die Luftextraktoren gezeigt? Weiß ich nicht, ob ich die jetzt gezeigt hatte. Ich bin ja einfach in diesen Helm komplett verliebt. Lasst mich noch einmal spicken, ob ich was vergessen habe. 5 Jahre Garantie, das hätte ich euch noch sagen können. Ich klappe es einmal auf, mache hier den Ratschenverschluss auch auf. Ganz in Metall gehalten, sehr, sehr hochwertig gemacht. Setzen auf. Größe M ist meine eigentlich normale Größe, wobei ich sagen muss, ich bin immer so ein bisschen zwischen M und L. Kann ich mal zumachen. Sitzt schön kompakt. Ich würde auf jeden Fall mal probieren, eine Größe L zu wählen, denn ja, der ist im Kinnbereich, ist der schon sehr nah dran. Also ich komme jetzt hier nicht ganz dran mit meinem Gesicht, aber es fehlt auch nicht viel. Deswegen, also wenn er zwischen zwei Größen sagt, auf jeden Fall die größere nehmen. So ist es arretiert, geht auch nicht zu. Das ist ja schon zu. Ich mach das Visier mal auf, damit ihr mich auch seht. Sonnenvisier, schaut euch das gerne mal an. Also sehr kleiner Spalt. Hab dann hier das Bedienelement, das ist dann hier, kann ich es dann einstellen. So sieht das Ganze aus. Belüftung. Und hier die Belüftung. Ein sehr komfortabler Helm. Passt auf jeden Fall auch quasi zur normalen Größe. Also wenn ihr jetzt in der Größe M seid, dann passt die auch. Wenn ihr wie ich zwischen zwei Größen seid, dann nehmt die Größe und arbeitet gegebenenfalls mit etwas stärkeren Polstern. Und ich würde sagen, jetzt haben wir uns die ganzen Helme angeschaut, lass uns mit einem Fazit weitermachen. Ja, wir haben uns alle Helme ein bisschen genauer angeschaut. Produktvorstellung zu jedem Helm findet ihr natürlich auch bei uns auf dem Zweitkanal. Wir fangen an mit dem AGV Tour Modular. Schöner Helm von einem Sporthelmhersteller. Und man sieht auch einfach die sehr sportlichen Gänge hier im AGV Tour Modular. Einziger Hersteller, der auch auf Kado als Partner beim Bluetooth-Freisprechgerät setzt. Aber ja, ist halt so, und man hat ja mittlerweile auch die Möglichkeit, sehr komfortabel Kado mit Sena zu verbinden. Schönes großes Sichtfeld, passt. Und auf dem 4. Platz hatten wir den Levo X, der gerade in dieser Carbon-Variante, ich zeige euch nochmal, weil es mir so gut gefällt, extrem leichter Helm, der leichteste mit 1450 Gramm in der Carbon-Schale. Das ist richtig krass für einen Klapphelm, gerade im Hinblick auf die Ausstattung. Nicht so schön das Freisprechgerät, das Carbag Pro Speak Evo. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir können hier zwischen Fiberglas und Carbonfaser wählen. In der Fiberglas-Variante auch mit Abstand der günstigste Helm in diesem Oberklasse-Ranking. Und das ist wirklich schön. Also wer den Preis-Leistungssieger haben möchte und sich darauf einlassen kann, ein externes Freisprechgerät zu wählen, der ist mit dem Levo X sehr gut unterwegs. RV91, einer der neuesten Helme. Schönes Ding. Ich möchte hier nochmal einmal das Sonnenvisier zeigen, denn das ist das schönste Sonnenvisier im ganzen Ranking. Schmaler Spalt, wir können die Entfernung so ein bisschen einstellen. Das ist schon sehr, sehr cool. Wir haben ein Freisprechgerät auf Sena-Basis. Dann haben wir noch diese beiden Exemplare, nämlich den C5, was ja so der Branchenprimus ist oder in dieser Sparte einfach der bekannteste Helm und auch der, glaube ich, mit dem meisten Prestige. Es ist Schubert-Optik, also wir sind hier relativ reduziert vom Design und auch die Dekore sind jetzt nicht super auffällig, aber wir bekommen hier alles, was wir brauchen. Wir haben hier auch ein Sena-Freisprechgerät, was ganz schön gelöst ist. Komfort ist gigantisch, auch die Anpassbarkeit ist genial und vor allen Dingen das Ganze ist noch made in Germany, deswegen auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Helm. Der Neotec 3, ihr wisst es, das ist unser Gewinner in diesem Ranking und er ist natürlich nicht so ganz so leicht wie ein Levo X aus Carbon, aber ja, irgendwo im mittleren Bereich unterwegs. Wir bekommen alles, was wir brauchen. Wir haben eine brutale
nochmal gute Verarbeitung, wobei der C5 natürlich genauso gut ist. Das Ganze eben auch per Hand hergestellt in Japan, wobei das darf man eigentlich gar nicht so highlighten, denn Faserhelme haben grundsätzlich einen hohen Anteil an Handarbeit, auch im Jahre 2023 bzw. 2024, je nachdem, wenn ihr das seht. Und ja, probiert ihn mal auf. Und dann sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Grundsätzlich, wenn ihr Erfahrungen mit diesen Helmen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Habe ich was vergessen? Auch gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ihr könnt alle Helme bei uns natürlich auch shoppen. Das verlinke ich euch hier. Hier könnt ihr euch noch ein Video anschauen. Und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch hier an diesem Sonntag oder wann immer ihr das seht, dieses lange Video angeschaut habt und vielleicht auch mal bei uns vorbeiguckt. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.